verlangt nach dir. Ich glaube, ich bin der Nächste. Der Irti hat nach dieser Frau geschickt. Und ich biete euch an, mich statt ihr. Nein! Okay, hör zu. Wenn du tatsächlich meine Gedanken lesen kannst, dann weißt du, dass wir euch helfen wollen. Das habe ich bei eurer Ankunft gespürt. Aber dann habe ich mich in deine Gedanken vertieft. Und da wurde mir klar, du würdest uns notfalls alle opfern, um Neirti zu vernichten. Das ist nicht wahr. Mich kannst du nicht belügen. Komm! So kann ich vielleicht rausfinden, wie die Maschine funktioniert. Hey Jungs, tut ihr mir einen Gefallen? Geht zu eurer Chefin und sagt ihr, dass ich der Nächste bin. Sie sollte mich nehmen. Neirtis Wille ist mein Befehl. Tja, weißt du, genau das ist der Fehler. Carter. Sir? Sie haben es überstanden. Sie kommen wieder klar. Nein, Sir, das glaube ich nicht. Wir müssen uns diesen Kerl vorknöpfen. Wie heißt der nochmal? Wodan. Nein, ich meine den anderen. Egal. Ja. Wenn er meine Gedanken lesen kann, warum dann nicht auch die von Neirti? Er kann nicht immer Gedanken lesen, sonst hätte er gewusst, dass Jonas ihn angreifen wollte. Vielleicht fürchtet er sich vor den Gedanken von jemandem, den er für einen Gott hält. Was ist? Nichts. Mir geht's gut. Ruhen Sie sich aus. Das ist ein Befehl. Sie ist die Einzige, die deinem Volk helfen kann. Ich kann dich mächtiger machen als in deinen wildesten Träumen. Ja. Warum hast du das getan? Sie hat den Tod verdient. Sie war Carters einzige Chance. Nicht ganz, O'Neill. Vor ihrem Tod konnte ich Neirtis Gedanken lesen. Und jetzt weiß ich einiges. Schnell, solange uns noch Zeit bleibt. Es ist geschafft. Du bist wieder so wie zuvor. Danke.